So, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero, Folge 12. Mittlerweile ist gut eine Dreiviertelstunde ist vergangen seit der letzten Aufnahme und wie ihr seht, ist immer noch Insta-Kill-Phase. Ja, ich weiß nicht genau, wie wir das überleben wollen. Oh, jetzt haut es ungefähr hin, ne? Jetzt haben wir 63.000 und wir würden auch 63.000 bekommen, knapp. Also jetzt haut es hin. Na egal. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Ah, sehr schön. Naja, 15% ist halt eher wenig. Aber ich freue mich schon, wie die ganzen ein bisschen hochgelevelt sind. Ach komm. Dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit an, dass wir was bekommen. Ja. Tja, was nun? Es ist halt, man sieht mittlerweile ab und zu die Zahl, das heißt, die Insta-Kill-Phase ist zumindest raus, aber wir haben halt immer noch abartig. Ja, wir sind halt immer noch ganz schön stark. Das heißt, die 100.000 Hero Souls kriegen wir garantiert zusammen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Und wir haben mittlerweile Level 500 überschritten. Das heißt, wir sehen jetzt auch hier die aktuellen Stats. Primary Chance 28% mittlerweile. Und 1% Feather Chest Chance. Alter, wie lol, wie niedrig ist die denn normalerweise? Okay. Ich dachte halt, wir haben wieder 5% oder so, aber ist ja. Ich meine, wir haben es jetzt mittlerweile erhöht. Auf gut das Doppelte, glaube. Ja, auf gut das Doppelte. Das heißt, obwohl das jetzt fast das Doppelte ist, haben wir gerade mal 1%. Das ist ein bisschen traurig. Oh shit. Ja. Haha. Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Ich speichere mal ganz kurz. Dann machen wir mal eine Ascension. Ich weiß immer nicht, ob ich richtig speichere. So, dann machen wir eine Ascension und gucken mal, wie effektiv Komawakamaru ist. Neu, 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 neu. Da. So. Ein Viertelmonster. Das heißt, auf Level 10 hat er so ungefähr, ja, zwei Monster gerade mal. Nee. Das heißt, wir müssen mindestens ja, 1E7 an Hero Souls haben, damit wir uns mal hier bis Level 20 leisten können. Das heißt, gerade mal 0,25 Monster pro Dingsda-Monster. Alter, selbst ohne Combo haben wir hier einfach komplett Insta-Kill. Also, Quatsch. Also, sind wir extrem stark. Und das ohne Combo. Wir zerficken einfach so abartig. Das ist nicht mehr gesund, ey. Das ist definitiv nicht mehr gesund. Ich sag mal so, läuft bei uns. So. Achso, halt nur zwei. Einer muss ja hier rauf. Okay, man merkt ohne Combo, ne, die Bosse, die ziehen das ganz schön.
Eieieiei. Also die kritischen Treffer sitzen auf jeden Fall. So. Ach Mist, habe ich gar nicht geguckt, wie viel Trans-Agent Souls wir bekommen würden nach einer Transcension. Da, scheiße. Okay, sorry. Gerade mal 12, ist ja nicht sehr viel. Die Sache ist, mit 12 Ancient Souls bekommen wir Kumamakamaru gerade mal doppelt so effektiv. Das ist also auch eher wenig, würde aber zumindest für die ersten paar hundert Level reichen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall das zumindest in Betracht ziehen. Achso, halt, das habe ich. Ja, ist endet. So, bitte, danke. Was jetzt? Genau. Das heißt, dann konzentrieren wir uns bei der nächsten Transcension tatsächlich doch erstmal darauf, dass wir hier unserem Kumawakamaru zumindest 10 Level spendieren. Ich hoffe mal, ein Level kostet immer eine Ancient Souls, dass er nicht teurer wird. Ja, dann müssen wir uns also wirklich erstmal auf ihn konzentrieren. Und die restlichen können wir dann ja zur Not noch hier oben bei Ponyboy reinstecken und bei Rargeist. Aber vor allen Dingen halt Kumawakamaru. Weil unser schlimmster Feind derzeit ist halt wirklich die Wartezeit. Vor allem, weil jetzt wie gesagt ab Level 500 haben wir jetzt sogar 11 Monster und nicht mehr nur 10. Und alle 500 Ebenen, also Level, kommt ja noch ein Monster hinzu. So, mittlerweile haben wir hier auch schon ein bisschen was an neuen Viechern. Oh, kann man machen, muss man aber nicht. Lassen wir erstmal so. Wie gesagt, noch ist es ganz schön teuer, ne? Eine Vergoldung transformieren kostet ja immerhin 80. Und das läppert sich schon ganz schön zusammen. Und schon dann sind wir wieder in der Instakel-Phase. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Willst du mich verarschen? Das ist heftig. Das ist und bleibt ein bisschen heftig. Ha. Hä? Jetzt haben wir 80.000? Achso, okay, wir haben schon. Alter, mittlerweile sind es 82.000. Huiuiui. Ich will gerade überlegen, ob wir noch mal eine Quick Ascension kaufen, um uns tatsächlich schon mal Kumawakamaru holen zu können. Aber der würde halt bisher nur zwei Monster von 11 eliminieren. Das heißt, wie gesagt, es bringt halt noch nichts. Dafür ist Kumawakamaru einfach noch viel zu teuer. Heieiei. Was tun, was tun? Ich meine, ich könnte jetzt tatsächlich die Ascension
wirklich erstmal ein bisschen laufen lassen. Aha, okay. Ah, langsam kommt wieder. Achso, ja, ich habe ja hier auch. Trotzdem merkt man, die Bosse, die ziehen langsam. Was halt so extrem reinhaut, ist der Crit-Schaden, ne? Wo man sieht, genau, die normalen Klicke, die ziehen relativ wenig hier. Aber sobald halt ein kritischer Treffer kommt, und der kommt halt relativ häufig, geht der Balk halt mit einmal nahezu komplett weg. Ist halt so. Holla die Waldfee. Die Sache ist, wir würden halt jetzt gerade mal 12 Ancient Souls bekommen. Und Transzenden würde ich halt wirklich erst, wenn wir so, naja, wenigstens 20 bekommen, eher so Richtung 30, hatte ich gehofft. Die Sache ist halt, wir kommen super gut voran, aber es dauert halt lange. Das ist derzeit das Problem. Das ist derzeit das Problem. Einfach mal 5000 Tivo Souls von einem Boss. Tja, die Primal Chance könnten wir mittlerweile auch ein bisschen erhöhen. Die Frage ist, wie effektiv das wäre. Primal Chance. Ich meine, Admon hat pro Level 25 plus. Das heißt, bei 10 Leveln. Achso, außerdem wird er auch immer teurer. Okay, das heißt, der wird wahrscheinlich auch immer teurer. Warte mal kurz, kann ich ja ganz kurz nachgucken. Das heißt, die werden alle immer teurer. Ja, dann ist das mit dem Borb natürlich doch ein bisschen. Das wird ja viel zu teuer. Das ist ja. Gucken wir mal kurz. So, Borb. Ja, der wird pro Level auch teurer. Das heißt, um auf Level 10 zu kommen. Brauchen wir alleine schon fast 50 Hero Souls. Um ganz genau zu sein, sogar 55, oder? Rechne ich jetzt gerade falsch. Das heißt, das hier wird definitiv Dinge und Möglichkeit werden. Transcension bringt also erstmal gar nichts. Gut zu wissen. Ja, tatsächlich ist Pandoras oder Pandoruis, also der Typ, der hier DPS erhöht, der hier, der einzige, der immer 1 kostet pro Level. Alle anderen werden pro Level immer 1 teurer. Da kannst du machen, was du willst. Ist halt so. Die Waldfee. Dann müssen wir also echt mit dem mit Ascenden überleben. Dann lohnt sich allerdings eine Quick Ascension tatsächlich doch schon fast. Mache ich jetzt eine Quick Ascension oder nicht? Wäre halt jetzt die Frage. Wohl ohne Boost bringt Komamaru, wie gesagt, erst dann ein bisschen was, wenn wir halt 1E6 hätten. Und wir haben derzeit halt nur 1E5. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, 1E5 haben wir jetzt derzeit. Wir bräuchten also noch das Zehnfache. Das heißt, wir sollten mindestens noch eine Ascension zusätzlich noch machen. Und jetzt sind wir auch mittlerweile langsamer. Achso, ja klar, weil ich hier nicht level.
sollte mal dich hier da anpacken. Danke. Na gut, da würde ich mal sagen, denn beende ich die Aufnahme mal. Das wird dann ist dann halt eine etwas kürzere, also eine kürzere Aufnahme, ganz normal. Und lass dafür tatsächlich mal bis zur nächsten Aufnahme ein bisschen durchlaufen. Werde aber hier dran sonst nichts machen. Das heißt, ich minimiere den Browser einfach und ja, solange wie er macht, macht er. Und dann gucken wir mal, wo er in der nächsten Aufnahme steht. Wäre das sinnvoll? Wir müssten Komawagamaru halt eigentlich, wenn er für 10 Level 2,5 Monster beseitigt, müssten wir ihn halt auf, naja, fast Level 40 kriegen. Und dafür bräuchten wir aber knapp 1E12 an Hero Souls. Das wird eine ganze Weile dauern, bis wir so viel haben. Das heißt, wir sollten uns vielleicht dann doch erstmal auf die Kombi konzentrieren von Komawagamaru und hier, Atman. Dass wir zumindest sagen, okay, wir kommen schneller an Hero Souls ran, weil wir ihn halt da erhöhen. Tja, irgendwie traurig, ne? In der letzten Aufnahme, also im letzten, in der letzten, also in der ersten Staffel quasi, da war ich die ganze Zeit am Verzweifeln, weil wir zu schwach sind. Jetzt bin ich die ganze Zeit am Verzweifeln, weil wir zu stark sind und zu lange dauert. Irgendwie Ironie des Schicksals. Aber das ist halt das, was ich meine, ne? Clicker Hero ist halt eigentlich ein Idle-Game. Das heißt, es lebt halt davon, dass er halt eine Weile lang das alleine macht und man nur ab und zu mal reinschaut. Das heißt, genau das werden wir jetzt machen. Wir werden also dann mal erstens mal auf kürzere Folgen wechseln, dass wir mal so ein bisschen kurze Folgen machen. Und dafür aber halt über den Tag verteilt, wie gesagt, Folgen drehen und ich glaube, da mache ich jetzt noch mal eine Ascension, weil jetzt bleibt er langsam stehen und werde dann aber die nächste Ascension halt einfach durchweg laufen lassen. Das machen wir. So. Bam, Ascension. Die lassen wir jetzt laufen. Oh, tja, tja. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch dafür hochleveln können. Zum Beispiel dich. Dann gib mal her hier. Bam, Dankeschön. Dann geben wir dir noch ein paar Hero Souls. Okay, ich glaube, mittlerweile können wir ihn fast alle geben. Und schon hat er alle. Ist das, was ich meine?
Wenn man sehr viele Hebungsholz hat, dann ist das im Vergleich extrem preiswert. Nett. So, Gilded Damage mache ich mal auf 60. Auf 100. Das heißt, ihn auch auf 100. Ihn auch auf 100. Ihn auf 10. Genauso wie Admin auf jeden Fall auch auf 10. Wo ist er? Da oben. Genau, jetzt sind die, die für Klickschaden zuständig sind, sind auf Level 100. I lasse ich mal auf Level 50. 100 ist mir noch zu teuer. Aber ich kann dir noch auf Level 50 heben. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wen kommen wir Wakamaru. Dann hole ich ihn jetzt auf jeden Fall schon mal mit ins Team. So. Und hief den auch schon mal auf Level 10. So. Achso, übrigens mit der V-Taste. Wenn man hier die V-Taste drückt, dann kann man hier eingeben, wie viele Level man genau möchte. Wenn man nicht so viel Bock hat zum Klicken, ist ja das eine gute Alternative. So. Jetzt haben wir immer noch 1E5 an Hero Souls. Das heißt, wir haben immer noch extrem viel Stärke. Hashtag läuft. Dann versuche ich jetzt so weit meine Monster hoch zu leveln, bis wir an Frostleaf sind. Setze dann mein Autoklicker auf Frostleaf und dann können wir die Aufnahme quasi auch beenden. Und dann heißt es bis zur nächsten Aufnahme einfach warten, ja. Wie weit wir dann gekommen sind bis dahin. Und hoffentlich schaffen wir es dann in der nächsten Aufnahme, ihn hier dann auf Level 20 zu hieven. Dann haben wir nur noch 5 Monster pro Ebene. Dann geht es zumindest doppelt so schnell. Das ist zwar vergleichsweise nicht so viel, aber es macht dann vielleicht auch schon einen gewissen Unterschied. Tja. So. Wie sieht es bei meiner Tablet-Version aus? Da bin ich mittlerweile wieder bei Ebene 1600. Quatsch, 160.000, so rum. Ja. Okay. So. Bam, bam, bam. Sehr schön. Ach ja. Weg mit dir. So. Was wir auch machen könnten, wäre tatsächlich das mit diesen goldenen Klicks. Das ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Nee, Boss-Timer brauchen wir noch nicht. Das ist noch zu teuer. Andererseits, mittlerweile könnten wir ihn halt auf Level 10 hieven. Das wäre dann halt 10 Sekunden, von 30 Sekunden auf 10 Sekunden, von 30 Sekunden heißt das dann auf 40 Sekunden. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das hier wäre vielleicht ein bisschen interessanter. Das sind jetzt alle hier so eine teuren. Lol. Nee, komm. Weg da.
Wir haben erstmal ein paar, da sind wir erstmal gut aufgestellt. Sonst verlieren wir noch den Überblick, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. So, alle auf Level 200 hieven. Bam, bam. Alle 200. Sehr schön. Genau, und ab hier geht es dann los mit nur noch 100. Ist ja ganz klar. Da haben wir schon wieder Ammenhop. Bei dem geben die bei dem gehen die Arme hops. Jutschen, dann haben wir es ja gleich geschafft. Dann ist die Folge quasi gleich vorbei. Und schon sind wir Level 108. Yay! Oder Zone 108 oder Ebene 108. Das Problem ist, normalerweise sage ich hier halt Level, weil hier steht ja auch Dryland Level 112. Aber das hier ist also auch Level und hier ist alles Level. Und wenn man dann einfach nur sagt Level, dann weiß man nicht, welches von den vielen Leveln man jetzt meint. Also die Befürchtung habe ich zumindest so. Gleich haben wir Frostleaf. Gleich können wir Feierabend machen. Ist so doch Schnieke. Dreihundertsiebzig, das ist 5 Stunden. Nee, sind 6 Stunden mindestens. Das heißt, bis zur nächsten Aufnahme ist der noch nicht fertig. Schade eigentlich. Aber gut, was soll's. Weiß ich auch gar nicht. Eben, Rituale ist ja. Ist das 20 pro Welt oder pro Transcension? Ach, 20 pro Ascension. Ja, gut, okay. Das heißt, das Limit mit den 20 mal pro Ascension, das werden wir garantiert im Let's Play nicht erreichen. Das würde uns nur dann irgendwann zu eng werden, wenn wir jetzt wirklich ja, eine Ascension über Wochen laufen lassen. Aber das habe ich eigentlich so nicht vor. Gutchen, dann würde ich mal sagen, habe ich jetzt quasi Frostleaf im Programm und damit ja, verabschiede ich mich dann, weil wir können ihn jetzt erstmal laufen lassen und das heißt, er läuft eine Weile. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V, bis zur nächsten Folge. Die war jetzt ein bisschen kürzer. Die nächsten Folgen werden allesamt wahrscheinlich jetzt immer kürzer werden. Es war halt jetzt nur am Anfang so, wo man halt relativ viel machen konnte. Wir haben jetzt innerhalb von 2 Tagen 12 Folgen aufgenommen. Das ist schon ganz schön heftig. Ich muss sowieso gucken, ob ich die alle am einen Sonntag aufnehme oder wie gesagt, es wird jetzt mit den Folgen ein bisschen weniger. Also es wird halt, ne? Je länger das Let's Play dauert, desto weniger Content kommt quasi. Das heißt, ich werde vielleicht die 12 oder können wir noch mehr Folgen vielleicht auf mehrere Wochen aufteilen. Mal gucken. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss.